Ja, heute 10 zu 0 Heimerfolg gegen den BSV Halle Amdorf im FSA-Pokal-Halbfinale. Bei uns steht unser Mittelfeldakteur Julian Riegmann. Julian, erstmal Glückwunsch zum Einzug ins Pokalfinale. Euer Matchplan heute, ist der aufgegangen? Ja, wie man sieht, ist ja aufgegangen. Also wir wollten direkt frühe Tore schießen, dass wir ja, den Gegner gar nicht die Chance lassen, dass sie vielleicht denken, sie könnten hier irgendwie was holen. Ja, auf unserem Platz, unserem Stadion. Die Fans waren auch, haben uns gut unterstützt und so, ja, direkt schön frühe Tore geschossen, in der zweiten Halbzeit daran angeknüpft, dass wir dann ja, 10-0 gewonnen haben, sind alle sehr zufrieden. Wir hatten heute eine etwas ungewohnte Konstellation im FSA-Pokal. Also die BSV Halle Amdorf ist hierher gereist. Ihr wart das Heimteam heute. Wie schätzt du den Gegner heute ein? Ja, so Gegner in der Verbandsliga waren sie ja, die nehmen sich auch immer gewisse Sachen vor. Und in solchen Spielen ist ja immer der Pokalcharakter, wie man so schön sagt, da. Und da ja, kann immer alles passieren. Wenn wir jetzt nicht das frühe Tor gemacht hätten, wer weiß, wie es da gelaufen wäre. Wenn sie vielleicht selber ein Tor geschossen durch den Konter, wo wir nicht gut aufpassen, und dann steht man da 0-1. Ist Gott sei Dank nicht passiert. Ja, so konnten wir dann unser Spiel aufzwängen, haben wir auch von der ersten Minute direkt gemacht, direkt Druck gemacht, ja, so frühe Tore gemacht, wie gerade schon gesagt, und dann verdient gewonnen. Ist ja der Pokal auch immer ein bisschen die Chance, Einsatzzeiten oder Einsatzminuten zu sammeln. Auch für dich, du hast ja in der Saison jetzt nicht so oft gespielt in der Liga. Heute durftest du gleich von Beginn an. Wie schätzt du deine Leistung heute ein? Ja, ich bin mit meiner Leistung zufrieden, wie auch mit der Mannschaftsleistung. Also ich finde, wir haben alle ein gutes Spiel gemacht. Alle, die reingekommen sind, haben da angeknüpft. Ja, schöne Tore geschossen, eine gute Teamleistung. Heute waren ja auch knapp 4.000 Fans hier im Stadion, 3.927, glaube ich, ungefähr. Wie wichtig war die Unterstützung von den Rängen heute? Es war ja doch zeitweise dann auch ganz schön laut und stimmgewaltig. Ja, ist auch immer wichtig, dass die Fans da sind. Sonst hat man vielleicht auch ja, so einen Charakter wie, wenn man auswärts spielt im Pokal, wo dann ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Todesstimmung, aber es sind alles vielleicht ein bisschen träger und so, waren die Fans da, haben uns gepusht, wir waren da und ja, immer weiter Gas gegeben. Wenn wir das 3-0 schießen, dann kommen die Fans auch, haben auch noch mehr Freude am Spiel und so hat sich das dann gegenseitig ergänzt. Befinden wir uns ja mitten der Länderspielpause. Also ihr seid als nächstes erst wieder übernächste Woche Montag aktiv am 4. April bei Viktoria Berlin auswärts. Wie sehen die nächsten Tage jetzt aus? Nehmen wir uns mal ein bisschen mit. Ja, wir haben jetzt erstmal 3 Tage frei bekommen. Ich denke mal, dann wird noch ein individueller Lauf für jeden anstehen, dass wir dann nicht ganz aus dem Tritt kommen. Ja, und dann am Dienstag geht es ja wieder mit dem Teamtraining los und dann bereiten wir uns auf Viktoria Berlin gut vor. Alles klar, Jule, dann schönes Wochenende und danke für deine Zeit und gute Regeneration. Danke. Ja, bei uns steht unser Außenbahnspieler Sylot Conte. Sissi, heute 10 zu 0 Erfolg gegen den BSV Halle Amdorf. Einzug ins FSA-Pokalfinale. Erstmal Glückwunsch zum Finaleinzug. Und wie sieht dein Fazit des Spiels heute aus? Erstmal Dankeschön. Ja, wir haben uns vorgenommen, früh raufzugehen, die zu attackieren, die gar keine Chance zu geben auf unser Tor. Und das hat heute sehr gut geklappt. Ja, 10-0 ist es dann geworden. Ich denke mal, es ist ein guter Test gewesen, auch dann gegen Viktoria Berlin. Nun hatten wir heute eine etwas ungewohnte Konstellation. Also wir hatten hier ein Heimspiel im FSA-Pokal. Normalerweise spielt ihr eigentlich immer auswärts. Heute ja als Heimmannschaft gegen die Gäste aus Halle Amdorf. Wie wichtig ist es auch in solchen Spielen dann die Konzentration hochzuhalten? Es ist sehr wichtig, weil wir dürfen kein Spiel nachlässig nehmen. Und ja, das hat man heute gesehen, dass wir heute von der ersten bis zur 90. Minute Gas gegeben haben und ja. Du warst ja doch gleich mehrfach erfolgreich. Das 8 zu 0, 20 Minuten vor Ende war es, glaube ich, 70. Minute. Es war das 4000. Pflichtspieltor in der Geschichte des FCM. Wusstest du vorher von dieser Marke und was bedeutet dir das? Ich wusste davon nicht. Ja, das ist mir eine Ehre auf jeden Fall. Ich freue mich darüber und ja. Heute auch die Rückkehr vom Block U, also heute war wieder organisierter Support. Es war stimmgewaltig, es war laut. Ein paar Worte noch zu den Fans heute? Ja, also die Stimmung war wieder überragend. Hoffentlich auch in den nächsten Heimspielen. Und ja, freue mich jedes Mal, wenn sie dann uns anfeuern, uns pushen. Also man merkt es auch, dass jeder Spieler dann nochmal 10, 20% bekommt. Abschließende Frage jetzt. Ihr seid jetzt eingezogen ins Pokalfinale. Da wartet jetzt entweder der Hallesche FC oder Einheit Wernigerode. Das entscheidet sich am Samstag. Gibt es da eine bestimmte Präferenz? Hast du einen Lieblingsgegner, gegen den du dann spielen möchtest im Finale? Ja, eigentlich nicht. Also wir sehen jeden Gegner gleich an. Also wir nehmen die auf jeden Fall ernst und das heißt, mir ist es egal, wer kommt dann am Ende. Alles klar, Sissi. Danke für deine Zeit. Schönes Wochenende, gute Regeneration. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Dankeschön.